Willkommen und benvenuti bei Oiji spielt ein Nachtrag zu Kapitel 9, To Be Continued, und zwar mit dem Spiel von Jockix, mit dem Spiel Trinidad. Trinidad ist von Michele Quandam. Ich hoffe, das spricht man so aus, ist also nicht typisch italienisch, aber ein Italiener, der auch der Verlagsinhaber von Jockix ist oder Jockey Starter. Darüber konnte man dieses Spiel auch backen. Das ist so was Ähnliches wie die Spieleschmiede. Man konnte das Spiel aber auch über Kickstarter backen. Worum geht es in Trinidad? In Trinidad geht es darum, dass wir am Rio de la Plata, da wo jetzt Buenos Aires, die Hauptstadt Argentiniens ist, mitwirken wollen am Bau der Stadt. Und das machen wir, indem wir Aktionssteine einsetzen, die uns Möglichkeiten geben, diverse Gebäude zu bauen und dadurch uns halt in der Stadt zu platzieren. Ich zeige euch das mal ganz kurz an einem Tableau. Also das ist so ein Spielertableau und dort erkennt ihr dann, dass man diverse Gebäude bauen kann, sei es erstmal einfache Landflächen, sei es ein Haus in der eigenen Farbe oder eine Schreinerei oder ein Steinbruch. Man kann auch Palazzis bauen, man kann Plätze bauen, dann dort Monumente aufstellen. Es gibt also eine Vielzahl an Gebäuden, die man bauen kann. Und hier unten liegend haben wir unsere 6 Aktionssteine und auf dem Tableau steht dann halt, wie viele Aktionssteine und welche Ressourcen man benötigt, um die Aktion durchzuführen. Das ist aber, dieses Bauen dieser Häuser ist aber tatsächlich nur eine Aktion in der ganzen Sache. Wenn man Waren aus dem Rohstoffmarkt nimmt, könnte es sein, dass die Eingeborenen oder Piraten sozusagen Ärger machen und wir es zu einem Kampf kommen. Dafür braucht man Milizen, dafür braucht man Soldaten. Die kann man in diesem Spiel auch rekrutieren und aufwerten. Und es gibt gewisse Leisten. Jetzt zeige ich euch mal ein bisschen das Spielbrett. So, mal hier so die Hälfte. Es gibt gewisse Leisten, hier 2 und auf der anderen Seite auch 2 für besondere Gebäude und die werden getriggert, wenn man halt alles füllt. Und hier bekommt man entsprechende Siegpunkte. Der sich als Erster dorthin stellt, bekommt Siegpunkte. Aber wenn man seine Marker dort platziert und das nicht voll gemacht wird, dann muss man die, entweder zieht man die wieder raus, dafür kriegt man Minuspunkte, oder aber man wartet und hofft, dass das voll gemacht wird. Ich zeige das jetzt mal in ganzer Breite. Das ist schon ein riesiges Feld. Wir haben also hier unsere Anfangsplätze, wo wir uns positionieren können. Hier sind Plätze für gewisse Gebäude, der Hafen, Castello oder der Forte. Und hier drumherum kommen dann 2 weitere besondere Gebäude und wir teilen uns diese Stadtteile, um uns zu entwickeln. Wir können Mauern bauen, um uns zu schützen. Wir können, hier sind Straßen, hier sind Mauern. Es gibt also tatsächlich eine Anzahl von 10 verschiedenen Aktionen, die man durchführen kann. Bei dem einfachen Gebäudebau sind es dann darin auch noch mal mehr, um uns auf gewisse Leisten zu entwickeln. Um dann wenn man spielt in 3 Phasen, um dann in den Wertungsphasen durch intelligent positionierte Gebäude Siegpunkte zu erlangen. Ich habe das Spiel zu dritt gespielt und gefühlt würde ich sagen, man sollte es eher, es ist ein Spiel für von 1 bis 5 Personen und ich würde sagen, gefühlt sollte man es zu viert oder zu fünft spielen, damit die Wahrscheinlichkeit, dass die großen Gebäude auch wirklich gebaut werden, umgesetzt wird. Wir haben es jetzt, oder ich habe es jetzt 2-mal gespielt. Beides Male hat es für mich einen Geschmack wie, gefällt mir, ich möchte es mögen, aber so richtig den Durchbruch hat das Spiel bei mir bisher noch nicht erlangt, weil irgendwie fehlt irgendwas zur Vollendung. Also sei es der Bau der großen Gebäude, auch haben wir gar nicht so oft kämpfen müssen.
das Aufwerten der Militärstärken war zwar für Siegpunkte wichtig, aber nicht tatsächlich für den Kampf. Auch unsere Regelnachlesen hat gezeigt, dass wir grundsätzlich alles richtig gespielt haben. Es macht tatsächlich schon Spaß, zu überlegen, wo platziere ich mich, auch zu überlegen, welche ja, Erfahrungen sammle ich, damit ich gewisse Wappen, hier gibt es so Plätze für Wappen, die mir am Spielende dann auch Siegpunkte geben, wenn ich gewisse Sachen erfüllt habe oder erreicht habe. Manche muss man zweimal erreichen und dann kriegt man dafür Punkte. Es ist ein Ressourcenmanagementspiel. Es gibt im Grunde nur die Ressourcen Stein, Holz, die man primär braucht und dann gibt es nur noch Gold und Metall. Man braucht auch Geld, weil man hat eine Vielzahl von Handlanger, also ganz viele Karten. Wir haben auch einen Hauptmann oder von einer Gilde. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das richtig ausdrücken sollte. Also wir haben einen Primus, der einem gewissen Bereich dazugehört. Und durch diese Handlangerkarten, die wir in jeder Runde eine zusätzliche bekommen können, wenn wir wollen, die müssen wir aber auch bezahlen. Da braucht man schon wieder Geld, da muss man auch ein bisschen überlegen. Aber da kriegt man dann Sondereffekte, die man dann halt tappt. Und mit einer gewissen Aktion kann man die halt wieder enttappen. Das ist also nicht automatisch. Was hier auch richtig spannend ist, man kann gewisse Abstimmungen herbeirufen, die gibt es nur einmal pro Runde. Wie gesagt, wir spielen insgesamt 9 Runden, also hätten 9 mal 6 Aktionspunkte zu vergeben. Das heißt aber nicht, dass ich unbedingt 6 Aktionen mache. Es ist ein Spiel, das mit Sicherheit noch ein, zweimal meinerseits gespielt werden muss, um zu verstehen, ist es jetzt wirklich das tolle Spiel, was ich erwartet habe, oder bleibt es in diesem Mittelmaß hängen, wo es derzeit ist, weil, wie gesagt, so richtig überzeugt hat es mich nicht. Der gute Michele wird in Kürze mit einem neuen Kickstarter rauskommen, oder ich glaube, der läuft schon bei Gamefound von ihm. Das ist dann auch so ein, ja, mit. Aus dem Fantasy-Welt meine ich, habe den Namen jetzt auch tatsächlich nicht präsent, aber schaut mal bei Gamefound, da erkennt ihr dieses Spiel mit so, sieht so aus wie so ein Dungeon-Crawler-Spiel mit 99 Szenarien. Aber zurück zu Trinidad. Das Material ist wirklich toll. Wir haben also für die Häuser ganz tolle Miniaturen. Hier ist eine, die ihr seht. Hier ist die Festung, upsala, hier ist die Festung. Auch die sind schön. Wir haben schöne Karten, da waren auch die Sleeves automatisch dabei. Und wir haben auch nette Figuren, wir haben nette Ressourcenmaterialien, wir haben Figuren für unsere Soldaten und die Milizen. Also das Material des Spiels, so. Das Material des Spiels ist nicht zu kritisieren. Auch die Pappe ist schon dick. Grundsätzlich ist das drumherum top. Aber das Spiel muss halt noch irgendwie den Drive kriegen, muss noch überzeugen. Ja, ich wollte mal ein Regelvideo machen, bin mir aktuell gar nicht so sicher. Deswegen schreibt ihr mir doch einfach mal, ob ihr das Spiel habt, ob ihr es schon gespielt habt, was ihr davon haltet, ob ihr ähnliche Probleme habt wie ich oder ob ich vielleicht doch irgendwas falsch gemacht habe, was mir gerade so nicht einfällt und ob ihr tatsächlich an einem Regelvideo interessiert seid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Eugi.